Hallo ihr Lieben, ich habe dieses alte IKEA-Sofa hier geschenkt bekommen. Es ist ein Ecktop, ein Modell, das wahrscheinlich viele von euch in den Wohnzimmern zu stehen haben. Und eigentlich ist es noch ganz gut. Man sieht, der Bezug ist nicht mehr so schön, also er hat keine Löcher oder ähnliches, aber die Farbe ist doch schon ganz schön ausgeblichen und deswegen werde ich einen neuen Bezug für das Sofa nähen. Gerne lasse ich euch Schritt für Schritt daran teilhaben, damit ihr für euer IKEA Ecktop-Sofa auch einen Bezug nachnähen könnt, was gar nicht so schwierig ist. Es braucht nur ein bisschen Zeit, aber dann sollte das jeder mit grundlegenden Nähkenntnissen schaffen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und hoffe, dass ihr euch danach fit genug fühlt, euch einen eigenen Bezug zu nähen. Als erstes müssen wir natürlich das Schnittmuster abnehmen. Das funktioniert natürlich nicht nur beim Ecktop so, das könnt ihr auch bei anderen Sofas so machen. Der Vorteil an diesem Sofa ist, dass der Bezug generell abziehbar ist. Das heißt, man kann ihn waschen und somit problemlos austauschen. Um das Schnittmuster zu nehmen, ziehen wir jetzt in einem ersten Schritt das Sofa komplett ab. Ihr seht, wir machen das zu zweit. Meine Mutter hilft mir, aber das hat eher videotechnische Gründe. Natürlich kann man so einen Sofabezug auch problemlos alleine nähen. Als nächstes wird nun der ganze Bezug in seine Einzelteile zerlegt. Hier arbeiten wir mit Schere und Nahtauftrenner und nehmen wirklich jede einzelne Naht auseinander. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr euch genau anguckt, was ihr da auseinandernehmt. Das heißt, ihr achtet auch auf Abnäher und macht an den entsprechenden Stellen dann Knipse, also kleine Einschnitte in den Stoff, damit ihr später beim Zuschneiden wisst, wo die Abnäher sind. Da wir die Teile auseinander trennen, ist die Nahtzugabe später auch schon enthalten. Das heißt, wir schneiden dann wirklich so zu, wie wir hier auseinander trennen. Das Ecktop hat einen Klettverschluss an der Unterseite sowie Reißverschlüsse an den Kissen. Theoretisch könnt ihr die alle wiederverwenden. Das heißt, die Reißverschlüsse sind schon in der idealen Länge für die Kissen. Ebenso natürlich der Klettverschluss. Außerdem hat das Ecktop jede Menge Paspeln und die Paspeln enthalten ein Seil, das man auch aufheben kann, um daraus später neue Paspeln zu machen oder auch Paspeln gleich für dieses Sofa. Theoretisch hätten wir natürlich auch versuchen können, alle Teile direkt am Sofa auszumessen. Allerdings ist das aufgrund der Rundung doch ganz schön schwierig. Und indem wir den Bezug auseinandernehmen und dann direkt nach dem alten Schnittmuster die Teile neu zuschneiden, haben wir am Ende auf jeden Fall einen perfekt passenden Sofabezug. Ihr braucht keine Angst haben, die Orientierung zu verlieren. Wir puzzeln alle Teile gleich nochmal auf das Sofa. Nachdem wir also alle Teile auseinander getrennt haben, stecken wir sie jetzt Stück für Stück am Sofa fest. Einfach um zu sehen, wo sie hingehören und wie sie später auch wieder zusammengenäht werden müssen. Das dient sozusagen als Orientierungshilfe. Als erstes werden wir jetzt den Bezug nähen, die Kissen kommen dann später dran. Noch ein kleiner Tipp zur Stoffwahl. Nehmt wirklich Stoffe, die auch für Polsterarbeiten geeignet sind, das heißt strapazierfähige Stoffe. Ihr ärgert euch sonst später sehr, wenn ihr einen Stoff genommen habt, der nicht wirklich geeignet war für einen Sofabezug und dem man das dann auch schnell ansieht. Ich habe jetzt hier einen Jacquardstoff von MT Stofferie, der ideal für ein Sofa sein müsste. Da das ein sehr hochwertiger Stoff ist, kostet er natürlich auch ein bisschen mehr. Ich habe mir deshalb überlegt, nur die sichtbaren Flächen mit dem Jacquardstoff zu nähen und alle anderen mit einem einfachen Baumwollstoff. In diesem Fall wird das Sofa an der Wand stehen, das heißt, die Rückseite des Sofas kann ruhig aus schwarzem Stoff sein. Und dieser Stoff muss auch keiner besonderen Belastung standhalten, das heißt, hier kann ich einfach schwarze Baumwolle nehmen. Der gesamte Bereich unterhalb der Polster ist auch beim Originalbezug nur aus einem ganz dünnen Vlies, fast papierartig, das man auch zerreißen kann. Und dieser Bereich ist auch nicht sichtbar. Das heißt, auch hier werde ich ganz einfachen schwarzen Baumwollstoff verwenden. Ebenso auf der Rückseite der Polster. Hier könnte man allerdings auch die alten Schnittteile von Ecktop verwenden. Da der Stoff ja noch völlig in Ordnung ist, nur halt nicht mehr so schön anzusehen. Deshalb werdet ihr im Folgenden sehen, dass ich sowohl aus schwarzem Stoff als auch aus diesem wunderschön gemusterten Stoff Schnittteile zuschneide. Beginnen wir also mit dem Zuschnitt.
Beim Sofa sind einige Teile, die man gegengleich bei doppelter Stofflage zuschneiden kann. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr die Schnittteile wirklich sauber auf den Stoff übertragt und ausschneidet. Dazu steckt ihr die einzelnen ausgeschnittenen Teile einfach fest und schneidet sie direkt aus. Die Nahtzugabe ist ja bereits enthalten. Achtet auf jeden Fall auch darauf, dass ihr die Knipse und auch die Markierung für die Falten an den unteren Enden des Sofas auch mit auf den Stoff übertragt. Insgesamt habe ich hier mit fast 10 Meter Stoff gearbeitet, um einen neuen Bezug für das Sofa zu nähen. Damit man nicht durcheinander kommt, steckt man alle ausgeschnittenen Teile am besten direkt wieder an die richtige Stelle auf dem Sofa. Das wird uns auch gleich beim Zusammennähen der einzelnen Schnittteile immens helfen. Und wie ich gerade eben ja schon erklärt habe, sind nicht alle Teile aus dem schönen Stoff zugeschnitten, sondern nur die sichtbaren. Das heißt natürlich, dass wir jetzt aus dem schwarzen Stoff noch das Innenteil zuschneiden müssen. Dabei gehen wir natürlich genauso wie zuvor vor. Wichtig ist hier, dass wir uns den Klettverschluss markieren. Beziehungsweise die Stelle, an der der Klettverschluss später wieder sitzen soll. Außerdem schneiden wir direkt auch die Rückseite zu. Jetzt sind alle Schnittteile für den Bezug vorbereitet. Die kleinen Ecken, die ihr unten seht, sind für die vordere und hintere Falte. Die nähen wir aber ganz zum Schluss. Fortfolgend werde ich immer die Teile, die ich zusammennähe, wegnehmen und dann auch wieder zurückbringen, sodass ihr genau seht, welche Teile Schritt für Schritt zusammengenäht werden. Was ich jetzt hier habe, ist der Klettverschluss. Da müsst ihr euch euer Sofa genau anschauen. Da auf dem Sofabezug bzw. auf dem Sofa an sich gibt es auch einen Klettverschluss, hier unten. Und das Gegenstück dazu wird auf den schwarzen Stoff genäht, und zwar auf der Innenseite des Stoffes. Das klingt komplizierter, als es ist. Schaut euch einfach genau an, an welcher Stelle der Klettverschluss aufgenäht war, und steckt ihn auf eurem neuen Stoff genau wieder an der gleichen Stelle fest. Wichtig ist, dass es die Innenseite des Stoffes ist, also die Seite, die man später nicht sehen wird. Der Klettverschluss ist dazu da, sich dann mit dem Grundkörper des Sofas zu verbinden. Jetzt geht es zum ersten Mal an die Nähmaschine und der Klettverschluss wird von beiden Seiten knappkantig angenäht. So, ihr seht, der Reißverschluss ist angenäht und wir stecken jetzt rechts auf rechts die beiden schwarzen Stoffteile zusammen. Orientiert euch dabei immer daran, wie die Teile auf dem Sofa lagen. Dann ist es wirklich ganz einfach. Der Klettverschluss liegt jetzt außen, berührt also aktuell den Tisch. Beim Auftrennen des Bezugs werdet ihr bereits gemerkt haben, dass alle Kanten versäubert waren. Das heißt, wir werden jetzt die Kanten auch versäubern und deswegen wird der Overlock nähen. Wer keine Overlock-Maschine hat, kann aber auch mit einer ganz normalen Nähmaschine nähen und nimmt dann den Geradstich und versäubert mit einem Zickzackstich. Und dementsprechend nähen wir jetzt natürlich beide Teile zusammen. Unsere ersten zwei Schnittteile sind zu einem Teil zusammengenäht und ich lege sie direkt wieder dorthin, wo sie aufs Sofa hingehören.
Als nächstes holen wir uns nun den darüber und den darunter liegenden grünen Streifen und nähen diese beiden jeweils auch an das schwarze Stoffstück an. Dazu stecken wir sie erst mit Stecknadeln an der richtigen Stelle fest und nähen sie direkt im Anschluss daran zusammen. Auch hier wieder entweder mit der Overlock oder mit einem Geradstich und mit einem Zickzackstich mit der normalen Haushaltsnähmaschine. Das gerade Mittelteil ist nun fertig und passt. Als nächstes beschäftigen wir uns mit den Seitenteilen. Dazu nehmen wir uns von den beiden Armlehnen des Sofas die zwei Seitenteile und nähen sie genau hier zusammen. Also rechts auf rechts zusammenlegen, stecken und dann zusammennähen. Die beiden Seitenteile sind nun auch zusammengenäht. Jetzt kommen wir zur Paspel. Wie erwähnt, hat der Sofabezug relativ viele Paspeln. Die sind allerdings nur ein dekoratives Element. Ihr könnt sie natürlich auch komplett weglassen. Das spart ziemlich viel Arbeit. Ich persönlich finde den Bezug aber mit Paspel deutlich schöner. Und die erste Paspel werden wir jetzt hier an der Sofalehne annähen. Das heißt, wir nehmen uns die beiden Teile von beiden Seiten und ein Stück Paspel mit und werden die Paspel um die Rundung herum annähen. Als erstes werden allerdings die beiden Teile versäubert. Entweder mit einem Overlockstich oder mit dem Zickzackstich der Haushaltsnähmaschine. Hier an dieser Ecke schneiden wir mit der Schere in die Nahtzugabe ein. Das ist wichtig, damit man die Paspel besser hier entlang legen kann. Von diesem Knips ausgehend stecken wir jetzt die Paspel fest. Sie wird auf die rechte Seite des Stoffes direkt auf die Kante gesteckt. Achtet darauf, dass ihr am Knips etwa 5 cm mehr Paspel habt als benötigt. Diese wird dann später einfach im Stoff ausgehen, der Nahtzugabe. Hier seht ihr das ganz gut. Die Paspel ist länger als die zu steckende Seite. Gesteckt wird die Paspel übrigens nicht auf das Frontteil, sondern auf das lange hintere Seitenteil. Hierdurch wisst ihr genau, wie lang die Paspel sein muss. Etwas länger als der Knips, um die Rundung herum bis zum Ende des Stoffes. Auch hier wird die Paspel wieder etwas länger gemacht, damit sie dann in der Nahtzugabe verschwindet. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Schaut euch einfach am Sofa an, wie lang die Paspel genau sein muss. Sie geht nur um die Rundung und nicht in den unteren Bereich des Sofas hinein. Jetzt können wir die Paspel annähen. An der Ecke mit dem Knips wird das überstehende Stück einfach nach hinten gelegt. Und dann nähe ich die Paspel immer mit dem Reißverschlussfüßchen an. Es gibt sicher auch einen Spezialpaspelfuß, aber der Reißverschlussfuß funktioniert dafür super. Auch wenn ihr noch nie eine Paspel angenäht habt, ist das übrigens überhaupt nicht schwer. Schaut nochmal, ob ihr richtig gesteckt habt. Die Seite mit dem Seil in der Mitte liegt nach links, also nicht auf der Stoffkante. Nachdem die Paspel nun auf das Seitenteil genäht wurde, stecken wir das Frontteil rechts auf rechts passend dazu an den Stoff. Die Ecke überschneidet sich. Hier könnt ihr mit dem Stecken anfangen und dann folgt ihr einfach der Rundung und steckt das Teil so weit wie möglich zusammen.
Achtet darauf, dass ihr es möglichst sauber und ordentlich steckt. Ihr seht, unten steht auch hier wieder ein Stück der Paspel über. Die legen wir erstmal zur Seite, das kommt dann später. Nun werden beide Teile ebenfalls wieder mit dem Reißverschlussfüßchen zusammengenäht. Am einfachsten ist das, wenn ihr euch an der zuvor genähten Naht für die Paspel orientiert. Und nach dem Wenden sollte es dann so aussehen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch auf das Sofa aufgezogen sieht man, dass der Bezug für die Armlehne super passt. So sollte der Bezug inzwischen aussehen. Als nächstes werden wir diesen großen Teil hier nähen, also die Verbindung zwischen dem Seitenteil und dem Mittelteil. Und das natürlich auf beiden Seiten. Dazu nehmen wir beide Seitenteile und das gesamte Mittelteil mit. Die Seitenteile und das Mittelteil sind zusammengenäht. Sieht doch schon fast fertig aus. Als nächstes werden wir jetzt die Rückseite annähen. Das heißt, wir brauchen das Rückteil und wieder das gesamte Vorderteil und werden beides zusammennähen. Hier gibt es etwas zu beachten und zwar gibt es dort oben an der grünen Kante Knipse. Und wie wir die nähen, zeige ich euch jetzt. An den Rundungen haben wir kleine Knipse gemacht, weil hier Falten eingenäht werden. Hier habe ich sie mal mit Nadeln markiert, die genau zeigen, wie wir die Falten jetzt legen. Das ist einfacher, als ihr denkt. Einfach die Falte entsprechend den Knipsen legen und feststecken. Und das gleiche natürlich daneben nochmal. Und dann können wir sie mit der Nähmaschine absteppen. Genäht wird das wie ein ganz normaler Abnäher, das heißt von oben bis zum spitzen Endpunkt hinab nähen wir den Abnäher. So, das war's schon. So sollte das nun aussehen. Und jetzt legen wir unsere beiden Teile, das heißt den schwarzen Stoff der Rückseite und den gemusterten Stoff der Vorderseite, rechts auf rechts übereinander. Ihr seht, diese Stelle kennt ihr. Hier schneiden wir wieder leicht ein. Und wir beginnen, oberhalb des Schnittes die beiden Teile zusammenzunähen. Diese Ecke, die ihr hier seht, ist die Falte, die nähen wir dann ganz zum Schluss. Also das, was ich jetzt hier stecke, wird dann auch zusammengenäht. Von Einschnitt auf der einen Seite bis zum gleichen Einschnitt auf der anderen Seite. Die Rückseite ist nun auch festgenäht. Jetzt kommen wir zu den vier Falten an den Ecken des Bezugs. Hier seht ihr eine der vorderen Ecken. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das wird später nach innen liegen und die andere Seite ebenso. Und in der Mitte wird sich dann dieses Viereck befinden. Das heißt jeweils an den Außennähten angenäht.
Es sieht komplizierter aus, als es ist. Wenn man es vor sich liegen hat, ist es eigentlich ganz einfach und absolut logisch. Also schaut euch das an. Die Seiten werden einfach nach innen geschlagen, und zwar so, dass sie gerade sind. Und dann wird das vorhandene Viereck darauf genäht. Das machen wir mit allen vier Ecken. Danach werden die Ecken gebügelt und knappkantig abgesteppt, damit sie dann so schön liegen wie hier. Und als allerletzten Schritt für unseren Bezug müssen wir nun nur noch den Saum absteppen. Und schon ist der Bezug fertig. Jetzt fehlen natürlich noch die Polster. Aber den Sofabezug haben wir schon mal super hinbekommen. Jetzt müssen wir nur noch die Bezüge für die großen Kissen nähen. Beim Auseinandertrennen der Polster ist euch sicherlich aufgefallen, dass sie einen Reißverschluss haben und relativ viele Paspeln. Dafür haben sie nicht allzu viele Schnittteile. Genau wie beim Bezug vom Sofa gehen wir hier wieder so vor, dass wir die Kissenbezüge einzeln auseinandertrennen und dann alle Teile auf den Stoff übertragen. Ihr müsst natürlich nur jeweils ein Kissen auftrennen und könnt dieses dann gegengleich zuschneiden. So habt ihr jederzeit einen zweiten, noch nicht zerschnittenen Bezug als Vergleich. Wie erwähnt, habe ich auch bei den Polstern jeweils die Unterseite bzw. die Rückseite des Polsters nur aus schwarzem Stoff zugeschnitten. Solange der Stoff von eurem alten Bezug noch qualitativ gut war, ist es natürlich auch möglich, die nicht sichtbaren Teile hier wieder zu verwenden, das heißt nicht neu zuzuschneiden. Wenn alle Teile zugeschnitten sind, geht es ans Nähen. Wir beginnen mit den Sitzpolstern. Diese bestehen aus den zwei großen rechteckigen Teilen, dem langen breiten Streifen sowie den zwei schmalen Streifen, außerdem einem Reißverschluss und Paspel. Was hier jetzt leider nicht ersichtlich ist, als erstes solltet ihr alle Teile rundherum versäubern, das heißt entweder mit dem Zickzackstich oder der Overlockmaschine. Danach wird nun der Reißverschluss zwischen die beiden schmalen Streifen genäht. Dazu legen wir ihn mittig rechts auf den oberen Streifen und stecken ihn fest. Nun kann er mit dem Reißverschlussfüßchen angenäht werden. Als nächstes wird nun die andere Seite des Reißverschlusses festgenäht. Dazu klappen wir die noch offene Reißverschlussseite einfach rechts, parallel zum ersten Stoffstreifen auf den zweiten Stoffstreifen. Auch hier stecken wir den Reißverschluss fest und nähen ihn dann mit dem Reißverschlussfüßchen an. Nachdem der Reißverschluss festgenäht ist, wird er nun noch knappkantig abgesteppt. Auch hierfür nutzt man das Reißverschlussfüßchen der Nähmaschine. So sollte der Reißverschluss nun aussehen. Wir klappen nun noch einmal die beiden Streifen rechts aufeinander und schließen die beiden noch offenen Enden rechts und links vom Reißverschluss. So sollte unser zusammengenähter Streifen jetzt aussehen. Jetzt nehmen wir den langen Streifen und nähen ihn rechts auf die Enden unseres Reißverschlussstreifens. Denkt daran, auch hier die Enden ordentlich zu versäubern. Das Mittelteil für das Polster ist nun auch fertig. Als nächstes wird auf beide Kissenseiten jeweils auf der rechten Seite rundherum eine Paspel gesteckt. Nun kann man die Paspel mit dem Reißverschlussfüßchen annähen. Jetzt nehmen wir den zuvor genähten Rand des Kissens mit dem Reißverschluss zur Hand. Die Paspel ist rundherum angenäht und auf die Paspel stecken wir jetzt den Rand.
Achtet darauf, dass der Reißverschluss des Kissens an der richtigen Seite liegt. Orientiert euch hierbei gegebenenfalls nochmal an eurem nicht zerschnittenen Polster. Wenn der Rand rundherum gesteckt ist, könnt ihr ihn ebenfalls mit dem Reißverschlussfüßchen annähen. Nun legen wir uns die Unterseite des Kissens mit der rechten Seite nach oben und der angenähten Paspel vor uns. Auf diese Seite wird nun der andere Teil, den wir gerade zusammengenäht haben, gesteckt. Nachdem ihr alles zusammengesteckt habt, wird auch dieser Teil mit dem Reißverschlussfüßchen entlang der Paspel angenäht. Fertig ist der Bezug. Jetzt nur noch wenden und dann auf euer Kissen ziehen. Das gleiche wiederholt ihr jetzt natürlich mit dem zweiten Polster. Und dann geht es auch schon weiter mit den Rückenpolstern. Sieht auch schon sehr gemütlich aus. Die letzten beiden Kissen für die Rückenlehne schaffen wir jetzt auch noch. An Einzelteilen haben wir hier die Vorder- und Rückseite des Kissens, einen langen Streifen, den Reißverschluss und wieder Paspel. Denkt bitte auch hier daran, alle Teile vorab zu versäubern. Nun wird auf beide Seiten des langen Streifens eine Paspel genäht. Der Reißverschluss wird geteilt und jeweils mit den Zähnchen nach unten auf die kurze Seite der Seitenteile gesteckt. Hier wird er dann mit dem Reißverschlussfüßchen festgenäht. Im Anschluss wird der Stoff am Reißverschluss noch einmal knappkantig abgesteppt. Jetzt wird der Streifen mit den beiden Paspeln rund um den Stoff gesteckt. Beachtet dabei, dass ihr erst ab einer Höhe von etwa 8 cm anfangen könnt, beziehungsweise dass die Höhe auf jeden Fall auf beiden Seiten gleich hoch sein muss. Wenn ihr das ausgemessen habt, könnt ihr den Stoff ganz entspannt einmal rundherum stecken. Und danach mit dem Reißverschlussfuß annähen. Nun wird die Rückseite rechts auf der gleichen Höhe festgesteckt und dann ebenfalls angenäht. Nachdem ihr diese Seite zugenäht habt, müsst ihr unbedingt daran denken, den Zipper vom Reißverschluss aufzuziehen. Nachdem auch diese Seite genäht ist, bleibt nun nur noch ein kleiner Spalt an den beiden Reißverschlussenden offen. Diesen legt ihr so, dass die Mitte des Reißverschlusses auf der Mitte des Streifens liegt. Nur noch einmal absteppen und ihr seid fertig. Und jetzt kann man das Kissen auch schon beziehen. Das gleiche wiederholt ihr natürlich mit dem zweiten Polsterbezug und schon seid ihr fertig.
bisschen stopfen und dann sollte das passen. Und da ist Ecktop tatsächlich neu bezogen. Ich bin total begeistert von dem neuen Bezug und finde es so viel schöner als vorher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht könnt ihr ja damit auch einen Bezug nachnähen. Wenn ja, freue ich mich auf Bilder und wünsche euch ganz viel Spaß mit euren neuen Sofabezügen. Bis dann!